Die Halberstädter Marketingkampagne Schatzjahre gewinnt den Publikumspreis von Sachsen-Anhalt. Seit diesem Jahr werden in Halberstadt alle Marketingaktivitäten der Stadt unter der Marke Schatzjahre vermarktet. Dazu gehören auch so spektakuläre Events wie das Brennen einer Feuerskulptur auf dem Domplatz oder 20 Jahre Rathauspassagen Halberstadt und vieles mehr. Für die Initiatoren der Stadtverwaltung Halberstadt ein großes Projekt. Die Kampagne ausgedacht hat sich der Kulturrat der Stadt Halberstadt und wir waren Mitte 2017 haben wir uns getroffen und dann wurde diese Kampagne besprochen. Es wurde ein Name gefunden, der Name Schatzjahre, und dann ging die Planung los. Im Oktober 2017 kam dann unsere Stadtmarketingmanagerin Frau Schönknecht dazu und dann gemeinsam haben wir dann viele Dinge geplant, die dann von 2018 bis 2020 dann laufen werden. Musste man denn viele Menschen davon überzeugen, damit man diese Kampagne überhaupt starten konnte? Na, wichtig war erstmal das Innenmarketing. Wir müssen natürlich viele Bürger motivieren, diese Schatzjahre mit zu begleiten, damit sie auch als Multiplikatoren wieder für Touristen agieren können. Und ich denke mal, auch jetzt mit dem Publikumspreis haben wir gesehen, dass viele Menschen die Schatzjahre anerkennen, dass sie für uns gewotet haben. Und dass das, was wir hier gemeinsam mit dem Tourismus machen, wirklich fruchtet. Umso größer ist die Freude über den Publikumspreis des Vorreiter Sachsen-Anhalt. Erstmals wurde er in diesem Jahr ausgelobt und mittels einer Online-Abstimmung unter 27 weiteren Teilnehmern ermittelt. Also die Stadt Halberstadt hat sich darüber sehr gefreut. Es ist doch eine Anerkennung, dass die touristische Ausrichtung des Projektes von der Landesmarketinggesellschaft anerkannt wird. Wir haben den Publikumspreis gewonnen. Das heißt, dass auch die Arrangements, die Stadtspaziergänge im Schatzjahr, die völlig neu anlässlich dieser Aktion entwickelt wurden, und nicht auch zuletzt die Souvenirs, die wir unter das Thema Schatzjahre gestellt haben, die mit der heimischen Wirtschaft, mit regionalen Produzenten entwickelt wurden, es wert waren, von der Jury der des Landestourismus unter die 10 Nominierten gewählt zu werden. Kann man denn in der Stadt schon den Erfolg dieser Kampagne ablesen anhand der Besucherzahlen? Wir sind noch nicht am Jahresende, aber was die Indikatoren, beispielsweise die Stadtführungen angeht oder die Veranstaltungsbesuche, die Besucher der Museen, die also sich mit besonderen Aktionen beteiligt haben, ich sag nur 10 Jahre Domschatzjubiläum, 10 Jahre Ton am Dom oder auch das Fest der Rathauspassage. Das sind die ersten Zeichen, dass wir auf einem guten Weg sind. Und ich bin sehr gespannt, was wir im vielleicht März an Übernachtungszahlen vom Land geliefert bekommen, um das dann auch nochmal analysieren zu können. Die Leiterin der Halberstadt-Information Christiane Strohschneider und Stadtmarketingmanagerin Nancy Schönknecht sind ständig gemeinsam in Meetings, um die Schatzjahre mit Events zu füllen. Mehrere Veranstaltungen werden neu ins Leben gerufen, andere wieder zurückgeholt und altbewährte aufgepäppelt. Wichtig dabei ist aber die neue Kommunikation nach außen durch die Kampagne Schatzjahre. Also wir haben die Schatzjahre 2018 ausgerufen und das ist im Prinzip, wenn man es in einem Satz sagen will, ein besonderer Veranstaltungskalender der Stadt und seiner Ortsteile. Das heißt, alles, was in Halberstadt an großen Festveranstaltungen und Jubiläen im Jahr 2018, 19 und 20 gefeiert wird, wird unter diesem gemeinsamen Dach der Schatzjahre sowohl für die Halberstädter als auch für die Touristen nach innen und außen vermarktet und kommuniziert. Zufrieden sind alle Initiatoren und sehen die Schatzjahre bisher als vollen Erfolg. Auch in den kommenden 2 Jahren soll der besondere Eventkalender erfolgreich bleiben und auf Zuspruch treffen.